Liebe Mitbrüder im Priesteramt, liebe ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Kapelle und alle, die über die Bildschirme mit uns feiern. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Das ist der Auftrag, den Mose dem Volk weitergeben soll, ein Auftrag Gottes. Ein Auftrag auch heute an uns, wenn es uns so gesagt wird in der Lesung. Wenn ich jetzt Don Camillo wäre, dann würde ich mich vor das Kreuz unseres Herrn stellen und rufen, Herr, du hast leicht reden. Du bist der Alleinheilige, du bist der Ewige, du bist ohne jede Sünde. Und wir? Wie hast du uns geschaffen? Mit einem freien Willen, vor dem du so großen Respekt hast, dass wir dann uns gegen dich entscheiden können, dass wir unseren eigenen Vorteil suchen. In unsere Natur ist es gelegt, dass wir nur mehr uns selber sehen und nicht die anderen, dass wir unseren eigenen Neigungen folgen, die Sünde in Kauf nehmen, um vielleicht ein Stückchen weiterzukommen. Es wäre doch interessant, würde das Zwiegespräch zwischen Christus und Don Camillo wirklich so funktionieren wie in den berühmten Filmen oder in den Büchern von Gureschi, was Jesus darauf antwortet. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann zu Don Camillo sagt, von Anfang an hat mein Vater euch ein Rezeptbuch mitgegeben, dass es euch doch gelingt, heilig zu sein. Und ich glaube, einen Teil dieses Rezeptbuches haben wir heute aus dem Buch Levitikus gehört. Nicht stehlen, nicht täuschen, einander nicht betrügen. Da steckt schon Brisanz in diesem ersten Satz. Denn unsere Gesellschaft, die malt doch oft so ein anderes Bild, ob in der Politik oder in der Wirtschaft und leider oft auch mitten in der Kirche und in den Familien. Und wenn das Buch Levitikus von der Ausbeutung spricht, dann spüren wir hoffentlich einen Stich ins Herz, ob es um die Rohstoffe unserer Erde geht, um die billige Kleidung aus Asien oder oftmals auch um die One-Cent-Jobs, um die Billig-Jobs in unserem eigenen Land. Der Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit Blinden und Tauben, das mag uns noch am plausibelsten entscheiden, da wird unsere Gesellschaft ja doch schon sensibilisiert dafür. Da hat sich Gottlob schon sehr viel getan. Aber wir sehen, wie in diesen nur 18 Versen des Buches Levitikus so gut wie alles zusammengefasst ist, was menschliches Leben und Zusammenleben ausmacht und was durch einen Verstoß dagegen so vieles schwierig und kompliziert macht. Dieser Katalog aus dem Buch Levitikus könnte uns durch diese Fastenzeit begleiten. Am Anfang der ersten Woche stehen wir. Ich denke immer noch an einen Mitbruder, der mir einmal einen Gruß am Aschermittwoch geschrieben hat, so Nachmittag, da hat er hingeschrieben in einer kurzen Nachricht, Aschermittwoch, 16 Uhr, die Fastenzeit zieht sich. Jetzt zieht sich die Fastenzeit schon 5 Tage lang. Und wir können nachdenken, ob wir da ein bisschen vielleicht aus diesem Katalog unser eigenes Leben wieder neu beleuchten und vielleicht auch da oder dort einen Schritt in die richtige Richtung tun können. Vor allem, wenn wir 2 dieser Anweisungen aus dem Buch Levitikus besonders ernst nehmen. Keinen Hass im Herzen gegen den Mitmenschen haben und nicht nachtragend sein. Das fällt uns vielleicht am schwersten. Gerade dort, wo uns vielleicht selber Unrecht geschehen ist. Wie schnell geraten wir in das Fahrwasser von Rache und Vergeltung? Wie schnell suchen wir dann wieder unseren eigenen Vorteil? All das sind Eigenschaften und Gewohnheiten, von denen wir uns in dieser 40-tägigen Wüstenwanderung bis zum Osterfest hin befreien sollten. Denn es geht nicht allein um die Qualität des menschlichen Zusammenlebens. Es geht um unsere eigene persönliche Zukunft. Und das erkennen wir ganz genau heute aus dem Evangelium. Irgendwann stehen wir vor diesem König,
vor diesem ewigen Richter. Irgendwann schaut er auf unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Und der Text aus dem Matthäus-Evangelium ist es wert, ganz genau betrachtet zu werden. Denn mir ist aufgefallen, dieser große Unterschied bei den Rückfragen der Gerechten und der Bösen oder der, der auf der linken Seite steht. Denn die einen fragen zurück, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und dich aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Ich spüre hier irgendwo, wie diese Leute ein Herz für jeden Einzelnen zeigen. Dass diese, sie wissen, was der Einzelne braucht. Sie gehen auf den einzelnen Menschen ein, aber in der Form, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Dass es selbstverständlich ist, dass sie geholfen haben. Bei denen auf der anderen Seite klingt es ganz anders. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Punkt. Hier hören wir nicht den Blick auf den Einzelnen heraus, mit seinem persönlichen Schicksal, mit seinen Bedürfnissen, sondern eigentlich Gefühl und Gedankenlosigkeit. Sie sind drüber gefahren über all diese Not der Menschen. Sie haben weggeschaut. Sie haben nicht einmal nachgedacht darüber, was der Mensch denn brauchen könnte, denn das könnte ja vielleicht das eigene Ich ein bisschen beschränken. Die Bedürftigen werden hier zur anonymen Masse. Sie machen sich keine Gedanken, welche konkrete Hilfe nötig wäre. Das darf uns nicht passieren. Hüten wir uns davor, den Blick auf den einzelnen Menschen zu verlieren, mit all seinen ganz besonderen Nöten und Bedürfnissen, mit seinen Freuden und Sehnsüchten, mit seiner ganzen Lebensgeschichte. Denken wir daran, was die Indianer einmal gesagt haben, wenn du einen Menschen wirklich kennen willst, dann musst du bis zum Sonnenuntergang in seinen Mokassins, in seinen Schuhen gegangen sein. Nehmen wir uns die Zeit, den anderen auch wirklich kennen zu lernen und nicht anonym drüber zu fahren, wie es hier jene auf der Linken tun. Und wenn wir genau nachgehört haben, was denn Jesus hier sagt, dann merken wir eines, er verlangt keine heroischen Taten von uns, sondern die Erfüllung unserer einfachen Pflichten im täglichen Leben. Also eine Konsequenz des doppelten Liebesgebots, Gott und den Nächsten zu lieben. Und in diesem Licht wird dieser Aufruf Gottes aus dem Buch Levitikus in unsere ganz konkrete Lebenssituation hineinbuchstabiert. In dem Licht dessen, was wir denn tun können, weil es einfache Schritte sind. Weil es nicht die großen, heroischen Taten sind, sondern der Blick auf den, der neben mir ist und auf seine Nöte und auf die Art, wie ich ihm helfen kann. In diese konkrete Situation wird das Buch Levitikus heute hineinbuchstabiert. Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Amen. Danke.